Im Schweriner Freilichtmuseum Muis startete am Mittwoch der Kultusminister Matthias Brotkorb seine Sommertour. Insgesamt wurden 11 Orte besichtigt: Museen, Ausstellungen, Konzerte und private Ateliers der Künstler. Güstrow, Neubrandenburg, Greifswald, Schwan, die Geografie der durchaus intensiven dreitägigen Tour umfasste das ganze Land. Im Mittelpunkt standen vor allem persönliche Begegnungen mit Künstlern und Kreativen, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Sitz haben. Außerdem hielt Matthias Brotkorb Ausschau nach Fördermöglichkeiten. Bei dem Besuch im Freilichtmuseum Muis ging es unter anderem um das Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommerns, das zurzeit als virtuelles Projekt existiert. Auch der Antrag der Stadt Schwerin als UNESCO-Welterbe war erneut angesprochen. Dessen Erfolg trägt zur Entwicklung der Kulturlandschaft in MV mächtig bei.